Hallo Leute und willkommen zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe euch ein 20-minütiges Video zur Story von Breath of the Wild vom Nintendo Switch Event in Offenbach mitgebracht. Ich kenne das Ganze schon so in etwa, da es diese Demo bereits auf der E3 gab. Da gab es nämlich zwei Versionen, einmal eben diese Story-Demo und einmal die Erkundungsdemo, die ich euch dann auch in Frankfurt abfilmen durfte. Ihr erinnert euch, wo wir die beiden Bosskämpfe bestritten hatten. Und jetzt darf ich euch auch endlich mal den Beginn der Story zeigen. Sehr schön. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken, aber ich habe für den Anfang des Videos noch ein paar Sachen zu sagen. Open your eyes. Open your eyes. Wake up, Link. Und zwar bezüglich der Auflösung. Das Spiel läuft in 1080p und 30 FPS, wenn ihr die Nintendo Switch gedockt habt, also im TV-Mode. Mobil läuft das Ganze dann in 720p und ebenfalls 30 FPS. Aber immerhin, mobil habt ihr eine stabile 30er Framerate gedockt. Leider nicht. Es kann tatsächlich vorkommen, dass es gelegentlich Frame-Drops gibt. Und das wird sich wohl auch nicht ändern. Eiji Aonuma und Shigeru Miyamoto hatten ja mal gesagt, die Switch-Version wird in etwa dieselbe Spielerfahrung bieten wie die Wii U-Version. Und das schließt wohl auch die Probleme mit ein. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass man wohl noch was optimieren möchte, und zwar soll das finale Spiel dann in 1080p 60 FPS laufen und mobil dann bei der Nintendo Switch in 720p und 60 Frames. Die Frame Drops sollen aber im TV-Mode bestehen bleiben. That is a Sheikah Slate. Take it. It will help guide you after your long slumber. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, das ist nur ein Gerücht. Ich weiß nicht safe, ob das stimmt. Wenn es da neue Infos gibt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Aber nach derzeitigem Stand läuft das Ganze eben mit 30 FPS und auf dem TV gelegentlich mit Frame Drops. Sehr, sehr schade, aber The Legend of Zelda Breath of the Wild bleibt eins der krassesten Games, die Nintendo jemals rausgebracht hat oder rausbringen wird. Und ich freue mich sehr darauf. Ihr solltet das auch tun. Es ist ein wirklich schönes Spiel. Und wir haben ja gerade einmal vielleicht 1-2% des gesamten Games gesehen. Jo, wie ihr auch schon hören könnt, gibt es tatsächlich eine Sprachausgabe. Und zwar auch eine deutsche Sprachausgabe, die ich jetzt eigentlich gar nicht so gut finde. Ich habe schon gemerkt, ich stehe damit eher so alleine da. Und das, obwohl ich das normalerweise gar nicht so streng sehe. Also, man bekommt es ja immer mit, wenn irgendwelche deutschen Sprachausgaben zu spielen erscheinen, dann werden die immer gehatet. Und ich bin meistens so derjenige, der sagt, hey, ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Und ausgerechnet jetzt finde ich sie gar nicht so gut, wo sie alle anderen feiern. Hold the Sheikah Slate up to the pedestal. That will show you the way. Gucken wir mal, wie dann das Endresultat ausschaut. Ich werde euch auf jeden Fall ans Ende dieser 20-minütigen Demo den deutschen Trailer nochmal dranpacken, wo ihr euch auch schon ein paar Samples der deutschen Sprachausgabe geben könnt. Dann könnt ihr euch eine eigene Meinung bilden und dann gerne auch in die Kommentare posten, was ihr von der deutschen Sprachausgabe haltet. Link, you are the light. Our light. That must shine upon Hyrule once again. Now go. Und ja, was dieses 20-minütige Video angeht, es ist wie gesagt die Story-Demo, aber ich bin jetzt nicht straight der Story gefolgt. Ich habe nicht viel verpasst.
sagen wir es mal so, also am Ende, werdet ihr schon sehen, muss ich zu einem Schrein laufen. Das habe ich nicht mehr ganz geschafft. Juli, meine Freundin, hat das Spiel auch gespielt und meinte, kurz danach endet die Demo sowieso. Also man steckt dann da seinen Sheikah Slate in das Ding rein und dann taucht da so eine Statue auf, labert einen zu und dann endet das Ganze sowieso. Also viel haben wir dann nicht verpasst. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann nehme ich nicht so viel von dem Let's Play vorweg. Dafür habe ich aber eine Mischung aus Story und Erkundung gemacht, ja, weil irgendwo muss ich ja meine Zeit verschwendet haben, ne? Und ich dachte mir so, ja komm, zeigst du noch ein bisschen was von diesem Bereich, weil der unterscheidet sich, soweit ich das weiß, zumindest teilweise von der Exploring-Demo. Und ja, ich dachte mir einfach, ich laufe ein bisschen rum, versuche jetzt nicht so schnell wie möglich ans Ende zu kommen, sondern zeig euch so viel wie möglich von dieser Welt. Es werden morgen noch weitere Videos folgen. Ich habe zum Beispiel von Splatoon 2 noch ein Direct-Feed-Video und natürlich wird es auch eine Zusammenfassung des Switch-Events geben. Stay tuned, das bearbeitet sich alles nicht so schnell, wie ihr glaubt. Aber es wird die Tage kommen. Viel Spaß bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Demo. Link, head for the point marked on the map in your Sheikah Slate. Thank you.
You have been asleep for the past 100 years. The beast. When the beast regains its true power, this world will face its end. Thank you.
Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. So wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, oder? Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah.
alles vergeben. Viel Spaß damit! Nein! Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Öffne die Augen.